Und da bin ich wieder. Eine neue Folge Paddel wartet aufs, lässt auf sich warten. Rakete. Stratosphäre. Das ist das letzte in diesem Level hier. Stratosphäre. In diesem Oberding da. Ach, das ist eine neue Flüssigkeit. Ja, ich hoffe, das schaffen wir dann auch. Hydra ziehen. Die Steuerung ist verkehrt. Ach du Scheiße. Jetzt sowas noch. So spät am Abend. Ach, super. Was soll da verkehrt herum sein? Ach so. Die geht praktisch gegen die Decke. Kann man so sagen. Weil ich jetzt nicht verstehe, was da jetzt schwierig sein soll. Ach so. Ich kann es mir vorstellen. Ey, wie hätte ich das jetzt schaffen sollen? Ehrlich gesagt verstehe ich dieses Level auch mal wieder nicht. Aber das ist ja schon so oft wie immer bei den Leveln, dass ich das irgendwie nicht verstehe. Ach, ich könnte... Ach, das ist ja eine geile Idee. Aber naja, das wollen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ob ich nicht einfach an der Decke ruhen kann. Okay. Okay. Wir haben jetzt nur noch ganz wenig. Also ich brauche ein bisschen mehr Anlauf, sagt er mir hier jetzt gerade. Ja, super. Jetzt hatte ich das fast geschafft, aber jetzt weiß ich immerhin, wie es geht. Jetzt bin ich immerhin schon nahe dran an der ganzen Sache, das zu schaffen. Hoffe ich mal. So, lassen wir jetzt einfach mal eine Runde hochgehen. Mhm. Ah, genau. Ich bin ja auch gerade so dran, einen Computer mir auszusuchen oder halt... Ja, einen auszusuchen, den ich haben will. So ein bisschen Grafikkarte, also ich denke... Nein, nicht schon wieder. Das kann man vergessen, das mache ich noch. Ja, genau, einen auszusuchen und ich weiß echt noch nicht, wie ich das genau machen soll. Ich bin ja halt immer am Überlegen, so ein bisschen... Ja, man könnte sich ja einen neuen kaufen. Ja, natürlich, ich meine... Man könnte sich da ja einen gesamten kaufen. Habe ich mir halt auch sowas angeschaut, aber das ist halt alles irgendwie nix. Was da alles drin ist. Was war das für ein Blödsinn jetzt gerade? Ja, da ist halt irgendwie nix drin, was. Also ist eben nichts Gescheites drin. Ja, irgendwie. Dann kann man sich ja überlegen, irgendwie einen konfigurieren zu lassen. Aber da habe ich mir auch so angeschaut, also ich weiß echt nicht. Vielleicht ist es nicht auch billiger, irgendwie sich selbst zusammenzubauen, weil ich habe das jetzt so ein bisschen ausgerechnet. Und ehrlich gesagt, ich habe fast 200 Euro gespart. Wenn ich die Teile einfach so selbst bestelle, ich weiß jetzt zwar nicht, woran das liegt. Woran das liegt, weil ehrlich gesagt so viel sind jetzt die Kosten auch nicht, wenn man das ja jetzt irgendwo kauft, aber Mann! Ja, so hoch sind die Kosten jetzt auch nicht, wenn man das wenn das die das jetzt zusammenbauen und so weiter.
bin mir echt nicht sicher, woran das liegt. Also ich habe auch, also ich habe da beim Ausrechnen wirklich genau die gleichen Teile benutzt, wie beim Zusammenstellen. Es kann natürlich echt sein, dass die da irgendwie, ich weiß nicht, ob die da was Besseres benutzen oder so. Aber naja. Wobei es natürlich auch so ist, dass ich jetzt bei MS, wenn ich mir die jetzt selbst zusammenkaufe, dass ich mir die praktisch aus zig an verschiedenen Läden holen würde. Was dann natürlich irgendwie vielleicht darunter sein kann, dass das halt deswegen schon ein bisschen billiger ist vielleicht. Und deswegen bin ich mir natürlich jetzt auch nicht ganz sicher. Und ja, also es will halt dann schon was Gescheites drin haben. Halt irgendwie eine gescheite Grafikkarte. Nein, eine gescheite Grafikkarte drin haben, also da bin ich mir schon sicher, dass ich da sowas drin, was Gescheites halt haben will. Habe ich auch ein bisschen geschaut, was halt gut ist und Benchmarks durchgelesen und weiß der Geier was halt. Ja, und vor allem weiß ich auch nicht, wie viel ich da jetzt auch echt ausgeben will dann nachher zum Schluss, weil, ja, ich hab ja, gut, ich weiß halt echt nicht, weil ich hab sowas, ich hab nur von anderen gehört, also, die würden jetzt nie mehr als, die würden jetzt nie mehr als, ja, die würden so 700, 800 ausgeben und so weiter. Wobei, nein, erst so 600 und so weiter. Aber ich bin mir halt nicht sicher, keine Ahnung. Also zum Beispiel bei diesen, ich lese ja auch immer die GameStar und so, oder, also jetzt nicht die GameStar aktuell, das Heftle, aber immerhin die, also bin ich so ein bisschen auch auf der Online-Seite unterwegs und da gibt es ja auch von denen Computer und dann habe ich da auch mal gesehen, was die da so empfehlen, was man da reintun soll in seinen Computer. Und die kommen dann halt sowas mit irgendwas mittelmäßigen guten Gamer C kommen sie halt dann schon irgendwie auf 1000 Euro und da bin ich mir halt echt nicht sicher, ob sich sowas lohnt. Tja, und da muss ich halt echt noch ein bisschen schauen, weil ich bin mir da echt nicht sicher. Nein! Shit. Jetzt bin ich mir echt nicht sicher, was ich mir holen soll, also naja. Hätte ich das jetzt machen sollen. Naja, keine Ahnung. Ja, das, naja, keine Ahnung. Vor allem, ob man sich dann eher was Mittelmäßiges vielleicht holt und das vielleicht dann später irgendwie. Aber, weil es ist halt auch immer so die Frage, man sagt ja, also Computerteile altern ja recht schnell. Sagt man, das bedeutet, wenn man es irgendwie Sprichwort hat oder was weiß ich, was das heißt. Man muss praktisch ganz schnell laufen, weil sobald man zu Hause ist, sind praktisch die Teile wieder schon veraltet. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sinnvoller ist, dann irgendwie was Neues zu kaufen. Wie irgendwie was Neueres zu kaufen, wie wenn man was ganz Altes kauft, weil das ist ja dann trotzdem genauso schnell veraltet und. Also ehrlich gesagt weiß ich echt nicht. Ob man sich dann gleich was ganz Gutes. Holen soll. Und naja. Get him.
Ja, deswegen weiß ich es echt nicht so richtig. So, jetzt wollen wir das hier aber echt mal schaffen. Das ist mir praktisch schon Ewigkeiten an diesem einen Level rum, aber das ist auch irgendwie kompliziert. So. Dann gehen wir wieder nach vorne. Aber diesmal nicht so arg. Ich weiß jetzt echt nicht, wo man hin muss. Hier muss man hin. Okay. Wo muss man da jetzt hin? Muss man da jetzt mehr Gas geben? Okay, probieren wir es einfach mal aus. Ja, nachher ist es dann sowieso verloren, wenn wir es nicht schaffen. Also einfach mal ganz viel Gas geben. Drücke ich mal schon mal gleich dann die Rechtstaste. Uah! Das war super. Super geschmacht hier. Echt. Weil dann hoffe ich halt echt, wenn wir jetzt, um mal wieder zu dem Computerthema zurückzukommen, dann hoffe ich halt echt irgendwie, dass ich dann irgendwie, dass ich dann auf jeden Fall die Videos in Full HD aufnehmen könnte. Dass es dann nicht mehr so schwachsinnig ruckelt. Was man ja hier schon echt merkt, dass das ein Scheiß ist. Das weiß ich selber, deswegen will ich einen neuen Computer. Naja. Okay. Oh, ich bin in die falsche. Okay. Ich habe aus Versehen mal wieder die falsche Taste gedrückt. Es ist echt kacke. Hier kann man echt. Da muss man echt nachdenken, wenn man das spielt. Vor allem, das ist ja total gegen die Möglichkeit. Wie wir ja wissen. So. Zurück erstmal. Immer praktisch schon wieder an der untersten Grenze. Ich bin da nicht sicher, ob wir das jetzt schaffen. Mist! Scheiße! Oh, super. Nein! Jetzt können wir das nochmal spielen. Schon wieder eine ganze Folge an diesem doofen Level hier rum. Eine ganze Folge, ach Himmel und Hölle. Das regt mich schon dermaßen auf, irgendwie das Spiel manchmal. Und ich frage mich echt jedes Mal, warum ich dieses Spiel spiele.
So, und jetzt sind wir praktisch schon wieder bei der untersten Grenze, aber ist jetzt wurscht. Dann müssen wir jetzt halt etwas besser aufpassen. So, ganz langsam dadurch. Hier müssen wir wieder ein bisschen Gas geben. Das war jetzt irgendwie ein Leckrad. Okay, und dann Gas geben. Und einmal einfach mal oben drüber springen. Dann müssen wir jetzt wieder Gas geben. Ne? Das war richtig. Juhu! Und wieder zurück. Scheiße! Was war denn das gerade? Okay. Jetzt sind wir hier oben. Und jetzt... Was war hier nochmal das Problem? Ach, man darf nicht zu arg schnell. Ach, scheiße, Mann! Hab keinen Bock mehr. Ach ja. Ich freue mich echt jedes Mal, wenn ich wieder eine ganze Stunde. Es ist jetzt nicht so lang, aber wenn ich echt jedes Mal praktisch Ewigkeiten an so einem Level hänge. Es ist. Und es wäre ja jetzt nicht so, dass die irgendwie schwierig sind, die Level. Ja, irgendwie, ja gut, also nein, eigentlich nicht irgendwie. Sondern es ist irgendwie einfach so, dass sie langwierig sind. Das ist mal, wenn man dann einfach nur einen kurzen winzigen Fehler macht, dass man das halt nochmal von vorne anfangen kann. Das dauert halt echt ewig. So, jetzt können wir wieder drüber springen über dieses Ding hier. Und wir sind drüben. Und dann geben wir wieder Gas. Und dann springen wir wieder auf dieses Ding drauf. Und dann geht es wieder zurück mit uns. Dann dürfen wir jetzt aber nicht zu arg Gas geben. Dann machen wir jetzt diesmal ein bisschen weniger Schwung hier. Ganz normal. Ach, Mann, wie viel Schwung braucht man denn da? Man kann das auch gar nicht richtig ausprobieren oder irgendwie so in der Art. Weil wenn man es halt irgendwie falsch macht... Das war also diesmal zu wenig, wie wir gemerkt haben. Jo, ich glaube, diesmal mache ich es einfach von vorne und dann lasse ich es ganz normal laufen, ohne irgendwie zu viel Schwung zu geben. Vielleicht klappt es dann. Da. Immerhin kommen wir jetzt schon ganz gut hier irgendwie durch diesen Anfang. Aber guck mal, dieser Anfang, der wäre echt, echt unnötig gewesen. Ach ja. Okay, und dann geben wir jetzt hier Gas. So rum in die Richtung. Und dann geben wir wieder hier Gas rein. Jetzt wird das wieder nicht geschafft, echt. Ich mache das jetzt noch zweimal und dann höre ich echt auf. Also mit dem Level hier auf jeden Fall. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ach. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber echt. Ist echt langweilig gerade. Ich habe jetzt schon wieder keine Musik hier auf dem Ohr. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach ja.
So, jetzt sind wir wieder hier. Dann geben wir diesmal wieder nach unten Gas. Und dann gehen wir wieder zurück. Und dann machen wir, geben aber ein bisschen weniger Gas. So. So, stopp ab. Ganz zurück. Und jetzt geht man einfach so Gas. Und wenn wir zu weit runterkommen, dann reguliere ich das ein bisschen nach oben. Das war jetzt echt gar nichts. Also das ist zu wenig Gas, würde ich mal sagen. Dann mal wieder zurück. Hab keinen Bock mehr. Das ist schon geil. Sollte das jetzt gerade ein Satellit darstellen? So, ich habe das jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Okay, cool. Sieht interessant aus. Probieren wir jetzt das noch kurz an. Und dann mache ich echt eine Pause, weil ich habe echt keinen Bock mehr. Was? Kann ich den bewegen, Hammer? Juhu! Bis... Bis jetzt gerade noch nicht verstanden. Hallo? Das hat doch so noch nicht mal berührt, Mann. Wie soll das hier funktionieren? Ich verstehe es gerade echt nicht. Was soll ich denn hier steuern? Hallo. Nochmal. Ich kann das Ding nicht steuern. Was soll ich denn hier steuern, Mann? Ich verstehe das nicht. Nochmal. Ich muss doch das auch irgendwie schaffen, dass dieses Ding mit dem Rad aufkommt. Nochmal. Mann, schon wieder nicht. Hm.
Nochmal. Ich will jetzt auch nicht, dass sich dieses Ding immer dreht. Ey Mann. Ich kann praktisch, wenn mich dieses Ding berührt, nichts mehr machen. Ich versuche ja hier irgendwie das irgendwie richtig auszurichten. Aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Ja, endlich geschafft. Also ich denke, wir sind da ganz gezielt rübergegangen. So, ich verstehe jetzt nicht so genau, was wir da machen sollen. So, deswegen fahren wir jetzt einfach mal darüber. So. Ja, jetzt bin ich so weit gekommen und jetzt... Ich muss prinzipiell eigentlich gerade runterfahren. So muss das gehen. Ja, super. Vor allem echt, das ist echt wieder so langwierig. Ich glaube, das ist, wir machen hier gerade schon wieder Überlänge, aber ist jetzt scheißegal, komm. Oh, das war jetzt aber... Hallo? Schon wieder. Wenn ich also runterfahre, darf ich irgendwie Schieflage sein, aber darf muss ich fahren.
So, das hat schon wieder nicht funktioniert. Und jetzt stecken wir schon wieder hier irgendwie drin fest. Kann der das endlich mal runter machen? Okay. Jetzt sind wir schon wieder hier unten drin. So, jetzt sind wir schon immerhin wieder ganz nah dran. Jetzt kommen wir hier schon durch. Ich habe jetzt Sägeblätter. So, jetzt geht es gleich wieder auf. Gut. Sind wir endlich am Exit. Ja, das finde ich cool. Ach Gott. Jetzt saßen wir doch schon wieder über eine halbe Stunde dran. Glaube ich jedenfalls. Habe jetzt jedenfalls nicht so arg auf die Uhr geschaut. Super. Oh, da klingelt es gerade bei mir. Naja, deswegen mache ich jetzt einfach mal eine kleine Aufnahmepause. Also, bis denne.